Also, spät dran. Und ich habe nicht mehr so wirklich alle Einreisevoraussetzungen. Blöd. Hat nicht funktioniert. Akzeptieren kein Online-Check-In. Man muss die Scheiße ausgedruckt haben. Sag ja schon, das ist so der erste Zwischenschritt zu meinem Privatjet. Ne? Hab da gerade erstmal einen mittleren Schock bekommen, weil ich dachte, wir landen da mitten im Dschungel oder stürzen auch gleich ab. Auf nach Belize. Bin am Flughafen von Guatemala. Wird auch schon wieder spannend. Bin tierisch spät dran. Stau. Setzt mich das Taxi bei den Ankünften ab, nicht bei den Abreisen. Bestimmt auch noch Absicht, dass er da einen neuen Fahrgast abgreifen kann. Also, spät dran. Und ich habe nicht mal so wirklich alle Einreisevoraussetzungen. Wenn ich mich hier am Schalter anstellen würde, das dauert alles viel zu lange, dann würden sie auch Dokumente sehen wollen, die ich gar nicht habe. Deswegen, ich versuche mal so durchzukommen mit dem Online-Check-In. Tipps zum Fliegen in Covid-Zeiten und wir machen das gleich mal live. Tipp 1, immer vorher online einchecken. Es geht damit schneller, einfacher. Gerade wenn du kein festes Gepäck hast, kannst du damit dir oftmals das Warten am Schalter sparen und einfach durchrennen. Blöd. Hat nicht funktioniert. Akzeptieren kein Online-Check-In. Man muss die Scheiße ausgedruckt haben. Soll ich wieder hochrennen, mich da an der Linie vorbeischmuggeln? Die hab's mir erlaubt. Und ja, haben wir noch eine volle Stunde Zeit. Wenn die jetzt nicht rumstressen wegen meinen Dokumenten. Was eigentlich für Dokumente? Man braucht entweder ein Impfzertifikat oder einen Impfpass. Impfpass habe ich ja. Gibt allerdings widersprüchliche Informationen. Manchmal heißt es auch, du brauchst ein Impfzertifikat und einen PCR-Test. PCR-Test, das war ein schöner Freudscher. Und dann musst du ein Hotel haben mit einem Goldstandard. Was weiß denn ich, was da ein Goldstandard ist? Hat mein Hotel in Belize einen Goldstandard? Naja, man müsste ja jetzt erfahren. Von wegen Vordrängeln steht überhaupt keiner. Hier, Duck, bin ich der Einzige. Aber Maschine ist auch zu spät, und eine halbe Stunde, das habe ich schon gelesen. So, Tag auch. Wo kann ich hin? Es hat ja sowas von geil funktioniert. Hier noch die Covid-Kabinen. Ja, scheiße auf Goldstar-Hotel und Covid-Test. Das war jetzt eine Mischung zwischen Verwirrungstaktik mit Komplimenten, Nebengespräch und ja, andererseits natürlich Freundlichkeit und Karma und Vorbestimmung. Ja, alles bestens funktioniert. Also zurück zu meinem Migrationsgorilla. Guck mal, dein Zettelchen. Zweitens, habe wenig Gepäck. Ich habe nur diese kleine Tasche. Ich reise grundsätzlich ohne Koffer. Koffer kann verloren gehen, öfter als du denkst. Kann mich auch erinnern an einen Kollegen aus dem Ruhrpott, der hat am Flughafen gearbeitet in der Kofferabfertigung und er hatte immer relativ neue, aber gebrauchte Technikgegenstände in Deutschland. Stell dir vor, was sonst wo passiert in solchen Ländern. Ja, in dieser kleinen Tasche habe ich alles drin, was ich brauche. Die ist jetzt ungleich größer als seine, also ja, schon größer, aber nicht wesentlich größer. Darf's ja ohnehin nur 10 bis 12 Kilo mitnehmen, darauf bin ich ausgerichtet. Was drin ist in diesen 10 bis 12 Kilo, erfährst du auch noch am Ende dieses Videos. Zwei von dreien habe ich durchbekommen. Was haben sie mir abgenommen? Das Salz. Das Salz! Ja, ja, froh sein, dass wir das Chili-Pulver nicht gefunden haben, die 3,5 Krümmelchen dort. Man, schau mal dieses kleine, hübsche Vögelchen. Sag ja schon, das ist so der erste Zwischenschritt zu meinem Privatjet. Sauerlappen hier
hilft gegen Covid-Viren und alle anderen Viren bekanntlich so viel, wie ein Maschendrahtzaun gegen Mücken hilft. Deswegen idealerweise eine dunkle Maske haben und mit der Nadel ganz viele Löcher reinmachen, dann kannst du dadurch noch einigermaßen atmen. Wenn es sich nicht verhindern lässt, was die Einheimischen oft machen, ist die Bänder einmal umdrehen. So. Denn dann kommt hier seitlich mehr Luft durch und du kannst zumindest einigermaßen arbeiten. Ich sehe immer zu, dass ich relativ zeitig aus dem Flugzeug raus bin und dann auch schnell laufe. Denn gerade bei einer großen Maschine entscheidet sich, ob jetzt 10 Leute vor dir sind und 190 hinter dir oder andersrum. Ja gut, diesmal bin ich als Dritter raus aus einer sehr kleinen Maschine, aber eine große Maschine ist vor uns gelandet. Kommt auch mal vor. Und willkommen am Migrationskiosk. No working during drinking hours. Na, das macht doch Mut. Ein sehr interessantes Land. Sympathischer erster Eindruck. Hab da gerade erstmal einen mittleren Schock bekommen, weil ich dachte, wir landen da mitten im Dschungel oder stürzen auch gleich ab. Warum? Ich hatte recherchiert, dass der Flughafen direkt in der Stadt und am Meer liegt. Da habe ich immer nach dem Meer gesucht. Und wir kommen tiefer und tiefer, das ist schon auf Augenhöhe mit den Bäumen. Ich so, oh, oh, nicht gut, nicht gut. Nee, gibt 2 Flughäfen. Alles in Ordnung. Jawohl, und hier Migration zum zweiten. Naja, lange nicht mehr angestanden. Du solltest einen Stift dabei haben, weil es oftmals Migrationsformulare gibt. Die haben sie ja auch alle in der Hand. Auch das ist unnötiges Warten, wenn du dort nicht schreiben kannst. Ja, und den Mist lassen wir jetzt hier. Boah, ich hätte so kotzen können. Da habe ich meine Maske mit den ganzen Löchern irgendwo am Flughafen verloren. Musste ich eine richtige tragen. Zum Glück war das jetzt ein Kurzstreckenflug, ne? Stunde 15 Minuten. Stell dir vor, so was passiert dir auf einem Langstreckenflug und du musst durchgehend das Teil ohne Löcher tragen. Belize, Länderpunkt Nummer 65. Ja, and finally, that's it. Ah, geht schon wieder Englisch. Ja. Bin jetzt hier angekommen, werde hier nicht abgeholt. Und habe hier wirklich einen guten ersten Eindruck. Die sprechen hier Spanisch und Englisch gleichzeitig. Und es ist so, wie ich mir Jamaika vorgestellt habe. So ein entspanntes Rasterfeeling. Das wurde mir gesagt. Kennzeichen 444444. Da bin ich richtig. Super, dann auf.
Was sind deine Erfahrungen mit Flügen in Corona-Zeiten? Schreib es gerne in die Kommentare. Hier hast du, wie versprochen, das Video, mit welchem Gepäck ich reise, was sind die 10 Kilo, die ich dabei habe. Und leider hatte ich nicht immer so viel Glück mit Flügen. Hier habe ich mal richtig Ärger bekommen, bei einem Flug in Peru. Schau's dir an.